Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu dem nächsten Tag in 7 Days to Die. Die Nacht war komplett ruhig. Hier lief nichts lang, es war wie tot. Ich habe ein bisschen gecraftet. Und hier ein bisschen ausgebaut. Vorher war es ja hier. Ich habe das in der Mitte weggehackt mit der Picke. Habe das mal ein bisschen erweitert nach hier außen, dass ich jetzt hier auch noch außen ohne Probleme lang gehen kann. Ich könnte es natürlich noch größer machen, aber ich will es eigentlich gar nicht viel größer machen. Das reicht mir so als kleinen Unterschlupf. Das Metall da kommt auch noch weg irgendwann mal, da habe ich so keine große Lust mehr drauf. So wollen wir die Picke ja noch brauchen, um draußen ein paar Ressourcensteine zu sammeln. Der Forge lief, ich habe mir 50 Forge Iron hergestellt. Ich habe diverse Sachen eingeschmolzen. So ein Sledgehammer bringt 300 Metall. Und wir stellen uns mal eben eine Fire Axe her. Das läuft ja schon mal 2 Minuten. Und eine Pickaxe stellen wir uns auch schon mal her. Dann haben wir noch 10 Forged Metall, um die Dinger zu reparieren. Ich habe die Zeit genutzt. Und esse jetzt mal eben was. Moment. 70. Da können wir, glaube ich, noch eins essen. Müsste passen. 93, genau. Hier nehme ich mir nochmal 2 Yucca mehr mit. Dann haben wir das auch. Wasser brauche ich jetzt noch nicht holen. Ich habe noch genügend Wasser hier. Das könnte ich eigentlich mal abkochen hier. Da ist nichts drin, was brennbar ist. Nur eine Minute sollte reichen. Das ist ja nur 5 Wasser. Gut, die Forge lasse ich hier noch laufen. Die brennt nicht mehr lange. Da geht der letzte Rest nicht mehr so richtig mit rein. Und dann machen wir 3 Holz mehr mit rein. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr mit rein. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen was rausgezogen. Ich stelle mir jetzt gerade meine Werkzeuge her. Ich habe in der Nacht ein bisschen was gelevelt. Ich habe mir meine Steinäxte ein bisschen gelevelt. Nur ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Ihr seht, meinen Bogen habe ich damals hergestellt, als ich noch im Spiel war. Ich habe hier ein bisschen den Knüppel verbessert auf 90. Also um 20 Pünktchen. Ist nicht viel Holz gewesen, was dafür drauf ging. Und ja, wisst ihr Bescheid. Wollen wir ja ganz offene Karten hier mit offenen Karten spielen und das passt schon. So, was ich jetzt brauche ist, ich brauche definitiv sowas wie Ressourcensteine und so. Ich glaube, da vorne sind welche. Mal ganz kurz hier auf das Auto hüpfen und gucken. Ja, da liegt auf jeden Fall einer. Und dann gehen wir ins grüne Biom, da sind auf jeden Fall noch mehr. Ja, dann ist auch hier die Kurve ist immer noch das geilste, ne, von allen hier. Die Kurve ist echt noch genial. Oh, da ging, ach ja, Port of Interest, das ging ja den Berg runter. Stimmt, da war ja was. Hier ist auch Clay. Ah, könnte man drüber nachdenken. Die habe ich schon geleert, ja. Ich hätte natürlich mal meinen Yucca da lassen können. Wenn ich drauf geachtet habe, ich dussel. Ach, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Vielleicht futtern wir Yucca unterwegs. Müssen wir mal gucken. Brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir genügend. So. Und dann geht's ans Holz. Wir brauchen dringend Holz. Und deshalb stelle ich auch gerade die Fire Axe her. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Und noch mehr Holz. Und noch mehr Holz. Könnte ich natürlich oben auch aus Cobblestone bauen, wobei ich glaube, dass das eigentlich da oben sinnbefreit ist. Wenn, dann ziehe ich mir lieber noch eine Mauer aus Cobblestone drum. Oder verstärke halt unten die Wände, wobei ich glaube, da braucht man was anderes für. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, was man braucht. Ja, wird schon, wird schon. Werden wir rausfinden, wenn wir da sind. Und wie gesagt, Holz brauche ich auf jeden Fall für die Spikes. Ich will die kleinen Spikes nehmen, nicht die großen. Ich denke, die kleinen Spikes erfüllen hier mehr als ihren Zweck. Und Steine brauchen wir allerdings auch, beziehungsweise Metall. Will mal irgendwann gucken, vielleicht sogar, dass ich mich dann
ins Haus unten noch reinbuddel, dass ich dann unten auch noch mal so ein bisschen die Sachen abbaue, die hier sind. Und also ne, da vorne in Bobs Café dann unten, ne, wo die Gäste halt immer sitzen, da saßen dann die Sachen abbau. Die geben mir auch ein paar Ressourcen. Und dann sollte das schon klappen, denke ich mir mal. Gut, dann gib mir mal die Steinaxt, sag ich schon gerade. Die Axt hierher. Oh ja. Oh ja. Viel besser. Viel besser. Sehr gut. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ne? Nee, hier war ich, seht ihr, war ich noch nicht. Ich decke also wirklich noch neues Gebiet auf gerade. Das ist sehr gut. Und ich hoffe, ich kriege jetzt hier genügend Setzlinge, dass ich hier da vorne auch setzen kann und die dann da wachsen. Das wäre richtig toll. Das ist noch ein Auto, war ich da schon? Ich glaube noch nicht. Ne? So, gehen wir gleich mal gucken. Ja, er kriegt auf jeden Fall einiges mehr raus hier. Und einiges kriegst du hier mehr raus. Ich kenne schon mal ganz Anfang hier. Spikes. Nehmen wir die hier. Wie viele können wir davon machen? Nein. Nein. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, klar. Habe ich was verpasst. Ja, die sind voll so die blöden Dinger, ey. Was auch immer er mir sagen möchte. Oh, ist noch ein Schwein. Was sieht? Gar kein R. Das ist eine. Ja, ich könnte mir auch einen Club herstellen. Einen. Ja, sagt schon. Einen, Barbed Wire Club. Aber da brauche ich 16 für. Wäre, glaube ich, das nächste Ziel, was ich mir mache, was ich mache. Dass ich mir so einen Club herstelle. Hier ist noch so ein Ressourcenstein. Den nehmen wir natürlich noch mit für Metall, weil wir brauchen dringend Metall. Ich glaube nicht, dass das ein bisschen, was wir da oben haben, ausreichen wird. Und dann, naja, mal gucken. Ja, ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich hab lange nicht mehr 7 Days to Die gespielt. Ich habe jetzt natürlich schon mit der Krabbelgruppe und so in letzter Zeit mal wieder ein bisschen 7 Days gespielt. Eigentlich auch gar nicht schlecht, wie ich fand. Also sagen wir mal so, ich war da nicht so schlecht drin. Aber ja, ne? So solo alleine ist es natürlich immer schwierig, ne? Weil in der Gruppe hast du dann halt immer Leute, die machen diverse Aufgaben. Auf einmal steht dann so eine Basis. Wenn du alleine bist, dann nach dem Motto, die Basis baut sich nicht von alleine. Also die Aufwände kriegst du wirklich erst mit, wenn du alleine spielst. Und also jetzt Holz hacken in Massen, wirklich Holz hacken, Metall besorgen in Massen, vielleicht sogar noch Stein besorgen in Massen, ich weiß es nicht. Also es ist schwierig. Ja, ich bin jetzt an Tag 4, es kommt jetzt zum Glück keine Hundehorde an Tag 5. Das heißt, man hat jetzt noch genug Zeit, um sich da vorzubereiten. Aber trotz allem, ne, irgendwo muss man jetzt machen, dass man zügig vorankommt und sich da vielleicht ein bisschen, so bin ich, ach, es regnet, ich fing gerade an zu regnen, okay. Ja, sich da vielleicht ein bisschen, muss sein. Jo, ich habe die Klamotten wieder ausgezogen, weil es da hinten so warm war. Da habe ich natürlich wieder vergessen, wie so oft, die Klamotten wieder anzuziehen. Ja, toll. Ja, da war ein Schwein vorhin, ich weiß, aber das ist jetzt weg. Ist mir jetzt egal. Na gut, noch bin ich bei 21 Grad. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe immer noch Platz, den Poncho auszuziehen. Könnte ich also auch tun.
Schauen wir mal. So. Nester immer mitnehmen hier. Immer gern gesehen. Guten Appetit. Golden Rod sollte ich mitnehmen. Dann kann ich mir Tee machen. Tee ist gar nicht mal schlecht. Tee ist da gar nicht mal schlecht. Ich habe jetzt nur Golden Rod mitgenommen von da, damit ich den Inventarplatz belegt habe. Ja, sonst heißt es ja nachher wieder, ich habe jetzt leider keinen Platz mehr. Ach komm, lass den Golden Rod stehen. Kennen wir ja. Da ich aber eh gleich noch in die andere Richtung laufe, passt das schon. Da ist ein Schwein. Krieg ich das? Das muss ich kriegen. Will ich? Will ich das kriegen? Brauche ich das eigentlich? Nee, wir sind hier, um Ressourcen zu farmen. Wir haben genügend Fleisch da. Komm. Ich brauche das Schwein nicht. Es bietet sich später auch nochmal an. Guck mal, ist ein Kriecher. Da hinter der Axt immer. So, sobald der Baum fällt, dann bin ich auch im Kriecher da vorne. Ist schade drum. Ich glaube, der wäre drauf gelandet, oder? Jo, der wäre drauf gelandet. Hier kaputt gehen, danke. Scrap. Den bearbeite ich vor. Da oben ist noch einer. War nix. Komm. Immer schön am Kopf. Super. Oh ja. War nur in die Schulter, nicht in den Kopf. Das war aber im Kopf. Und da gehen wir jetzt mit Pfeil dran und dann müsste das passen. Super. Okay. So, einmal hier. Also, natürlich Fett und so nehmen wir nach wie vor noch mit. Das gehört sich so, das muss so sein. War der andere hier vorne irgendwo, ne? Ja, hier lag er. So. Gut. Wir hacken jetzt weiter Holz, das tut mir jetzt leid. Aber ich brauche Holz, das ist es ja. Und wie gesagt, ich bin überlegen, ob ich nach unten einen Durchbruch mache, quasi. Also ich bin jetzt auf dem Dach von dem Café. Auf dem Dach wollte ich auch so ein kleines Hütchen setzen. Dann ist es halt nicht unten. Das Café unten selber. Da könnte ich jetzt überlegen. Da war ein Hirsch. Da könnte ich jetzt überlegen, ob ich das von innen einfach mal penetrant komplett mit Woodframes auskleide. Wäre bestimmt lustig. Also wirklich einen gefüllten Woodframe-Block unten setze. Oder Woodframes mache. Jetzt renne ich schon wieder so ein Vieh hinterher. Berg ich rauf. Ja, super Idee. Super Idee, Mann. Es ist ja nicht so, dass ich das gleich brauchen würde, um das, die Überreste wegzuhacken. Weil ich möchte dieses Messer eigentlich so wenig wie möglich dafür beanspruchen. Ja? Nix? Nee? Nix, okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, da wäre noch irgendwas. Aber da kam noch nichts. So, was haben wir denn an Holz schon da? Gerade mal 3000, das lohnt sich ja noch nicht mal. Aber wir haben eine Pistole, zumindest mit einem Schuss. Das habe ich schon mal gehabt, glaube ich. Hier ist noch eine Picke. Machen wir das mal so. Ja, sollte passen. Sollte passen. Wo wollte ich hin? Ich wollte darauf wechseln.
So, ich habe also wie gesagt ein paar Skillpunkte noch investiert. Ich habe jetzt Sexual Tyrannosaurus noch investiert, um ein bisschen mehr aus der Wiederbelebung zu bekommen. Ich habe in The Fixer ein bisschen was investiert, damit ich halt nicht so hohen Qualitätsverlust habe, wenn ich jetzt hier die Axt repariere. Wobei ich gerade überlege, ob ich die Axt repariere. Wobei ich eigentlich überlege, natürlich repariere ich die Axt, weil ja, repariere ich die Axt nicht. Ja, doch klar, also reparieren kostet ja glaube ich noch ein bisschen weniger als neu zu machen. Und solange sie dann noch hackt, und sie hackt ja noch einiges besser als diese Steinaxt, kann man das auch machen. So, wir haben jetzt 3000 Holz schon. Achso, und in Mining 69 habe ich natürlich auch schon einen Punkt investiert. Und ich glaube, das war es auch schon wieder. Ich konnte 30 Punkte investieren. Und das habe ich getan und das waren dann die drei Skills, in die ich das investiert habe. Viele 10 Maple Seeds haben wir. Super. Ein Scrap Iron? Wo habe ich das denn her? Wahrscheinlich habe ich irgendwo so Scrap gerade, was ich nicht mehr weiß. So, ich würde es aber ganz gerne nochmal ein bisschen in diese Richtung abwandern. Also, hin vielleicht in diese Richtung. Nicht nur, um euch was anderes zu zeigen, als außer die ganze Zeit Bäume zu hacken, wobei so ein paar Bäume, die uns über den Weg laufen, die können wir natürlich noch mitnehmen hier. Ne? Die tun ja nicht weh. Nee, ich würde ganz gerne mal wissen, bin ich damals aus der Wüste einfach in die falsche Richtung gelaufen? Weil wir sind ja von hier unten hier hochgelaufen, Richtung Rucksack. Hätte ich vielleicht einfach nur da lang laufen müssen und hier wäre eine Stadt gewesen. Wer weiß. Ne? Also das würde mich interessieren. Deshalb gehen wir mal ganz kurz da oben auf diesen Berg und vielleicht sehen wir von da aus ja schon ein bisschen was. Vielleicht ist ja wirklich eine Stadt. Das wäre nicht schlecht. Wäre echt nicht schlecht. Und wenn man vielleicht noch was ein oder andere Schweinchen oder Hirschchen über den Weg läuft, dann Baum, dann wäre das auch nicht schlecht. Ich sagte gerade Schweinchen oder Hirschchen, da läuft schon was über den Weg. Getroffen. Den habe ich getroffen. Mal gucken, ob ich das Vieh schneller zerlegt habe oder Zombie schneller hier ist. Der gerade nach oben gelaufen ist und mich gar nicht gesehen hat. Das ist natürlich super. Besser kannst du gar nicht laufen. Ah, nee, da läuft er doch. Na, dann komm mal her. Jupp. Da oben war noch ein Schwein. Glaube ich zumindest. Dass die immer alle rauf wollen, um zu mir zu kommen. Das ist schlimm, ne? Der ist gestunt oder sie ist gestunt. So, da habe ich Schwein gehabt. Das habe ich noch so gerade erwischt. Und das ist gut. Das essen wir auch mal eben. Dann haben wir hier das Dosenfutter sinnvoll genutzt und einen Inventarplatz mehr frei. Ja, komm hier hoch. Da ist das Schweinchen. Also zwei Schweinchen sehe ich gerade. Neat Damage habe ich auf jeden Fall bekommen. Gibt's um. Sauber. Ja, gut, dann nehmen wir doch Fleisch mit. Und Leder. Gut, das Leder ist natürlich super nachher, wenn ich mir Lederklamotten herstellen sollte. Oder kann vielleicht, wie auch immer. Dann können wir halt das Leder, also die Hide, erst zum Leder umwandeln. Baumstumpf, hier. Schön, das freut mich. Da sind immer tolle Sachen drin. Bloodbag. Gut, das werde ich jetzt vernichten. Weil ich gerade den Platz nicht dafür habe. Ja, ich weiß, da war noch ein Schwein, aber das rennt einfach in die falsche Richtung. Die Richtung muss ich da irgendwie. Hier ist noch ein Nest, das nehmen wir mal mit.
Und ich will wissen, was dahinter ist. Also ich werde jetzt hier nochmal den Berg hier hochkraxeln. Mehr oder weniger. Und dann gucken wir uns das mal hier an. Da ist zumindest ein Haus. Oh, das ist ja schon mal etwas. Also ein Haus. Das ist ja schon mal etwas. Aber ich würde aber liebend gerne auch hier diesen Stein mal eben mitnehmen. Wo ich ihn schon sehe. Ich weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich ein paar ausgelassen. Aber irgendwie hat der mir das angetan. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber irgendwie sagte mir der Stein hier gerade, Run, ich möchte mitgenommen werden, nimm mich mit nach Hause zu dir, ich will dir helfen, deine Ressourcen und so. Irgendwie habe ich das gerade von dem Stein gehört. Ne? Habt ihr doch auch, oder? Oder war ich jetzt, hab ich so eine Einbildung gehabt? Also irgendwie. Point of Interest, super, zwei Häuser. Da ist eins und hier unten. Tja, das ist doch... gar nicht mal so schlecht. Wie viel Platz habe ich da noch? Gar keinen. Hm. Sonne scheint. Auf einmal wieder. Ich habe gedacht, da liegt ein Bär. Oder da steht ein Bär da unten. Nee, okay. Gut, dann würde ich persönlich sagen, was hier in diesem Haus ist, weil da ist ja ein Bücherregal drin, ne? Wissen wir ja alle. Das, ihr Lieben, das sehen wir zur nächsten Folge. Dann gehen wir hier in die beiden Häuser rein, da vorne noch in das Haus. Und dann gucken wir mal, da hinten irgendwo könnte eine Stadt sein. Ich hoffe zumindest, dass da einer ist. Sonst habe ich hier echt eine beschissene Stelle erwischt. Naja, wird schon. Ich dann, ja, genau, drückt mir mal die Daumen. Ich werde jetzt hier quasi die Folge kurz schneiden und direkt weitermachen. Und dann sehen wir uns halt zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ne? Bis dann, tschüss.